Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch unseren wunderschönen Balkongarten. Diese Oase habe ich begonnen Mitte März zu pflanzen und siehe da, es ist eine wunderschöne Pflanzenoase geworden. Ich beginne von links nach rechts. Später dann im Detail. Das hier ist Mauerpfeffer. Den Mauerpfeffer habe ich vor gut 2 Jahren in Bad Orb gemopst. Er lag auf dem Wegesrand und dann habe ich ihn ausgesät und eingepflanzt. Und so sieht er jetzt aus. Das hier ist ein Goldtröpfchen. Ich denke mal, das wird erst in ein paar Monaten blühen. Das hier sind Mittagsblumen oder Eisblumen mit der Bezeichnung White Wonder. Siehe, da sind auch wunderschöne Pflänzchen. Hier befinden sich schöner duftender Lavendel. Der Lavendel ist sehr bekannt dafür, dass er schön stark duftet. Wenn man hier dran reibt, hat man einen angenehmen, zarten Duft auf der Hand oder in den Fingern. Davor befindet sich Rheinfarn. Mein besonderer Liebling ist diese wunderschöne Sonnenblume. Davon habe ich noch ein Bild. Das werde ich auch posten. Leider guckt sie natürlich nicht hierher. Schade, aber sie sagt ja schon den Namen. Sonnenblume. Die wollen ja die Sonne anbeten. Hier sind auch wunderschöne Tomaten. Mexikanische Honigtomate. Siehe da, da ist schon eine rote Frucht. Wann wir die essen können, weiß ich nicht. Das hier sind gelbe Johannisbeertomaten. Und Principe Borghese ist eine schöne Cherry-Tomatensorte. Überall kleine, süße, leckere Tomätchen. Hier ist ein wunderschönes Kräuterbeet. Schönes Basilikum. Wunderbare Petersilie. Und hier seht ihr hochwucherndes, richtig saftiges und würziges Schnittlauch. Den Lauch kann man übrigens selber sehen, wenn man Lauch kauft und die Wurzeln einpflanzt. Hier ist leckerer Salat.
Das hier sind essbare Früchte. Die Ernte ist leider noch nicht so ausgereift. Schade. Hier wieder reinfahren und Lavendel. Diese wunderschöne Duft. Ach. Hier ist wieder eine wunderschöne Fleischtomate mit dem lustigen Namen Charlie Chaplin. Charlie Chaplin hat noch keine Tomätchen gebildet, vielleicht braucht er ein bisschen länger. Diese kleinen süßen Leckerchen habe ich erst vorgestern gepflanzt. Die entstanden durch Ableger, die habe ich von jemandem bekommen. An den Wänden befinden sich Biene sucht Blüte oder Blütenmischungen. Habe ich überall mal so von mehreren Veranstaltungen geschenkt bekommen. Kleine Samenpäckchen, es lohnt sich. Hier habe ich noch ein Basilikum und eine Petersilie. Die beiden habe ich später bekommen und die werden irgendwann eingepflanzt, wenn sie kräftig genug sind. Auf diesem schönen Plätzchen sitzen wir, wenn es schönes Wetter ist, was jetzt im Sommer natürlich mehr ist, in der Hoffnung, dass es auch so schön bleibt. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr zugehört habt. Blumen sind einfach schön. Wenn es einem schlecht geht, geht man zu den Blumen und dann wird man wieder fröhlich.